Hey, da sind wir wieder zurück im Kanal. Im heutigen Video zeige ich dir ein bisschen die Basics zum Thema Eisbaden und Sicherheit, weil mich immer wieder Fragen dazu erreichen. Mich erreichen in letzter Zeit unheimlich viele Fragen zum Thema Sicherheit beim Eisbaden. Und gerade da jetzt auch im letzten Jahr einiges passiert ist, also man hat in der Presse immer wieder gesehen, beim Eisbaden jemand irgendwie verunglückt, habe ich mich dazu entschieden, trotz Hochsommer ein kleines Video für euch zu machen und wirklich mal die grundlegenden Basics, aber auch ein bisschen Advanced Sachen, die man beim Eisbaden beachten kann, hier in das Video zu packen. So, jeder, der nicht auf dem Kopf gefallen ist, dem sollte es klar sein, Alkohol und Drogen haben mit einem Eisbad nichts zu tun, erst recht nicht davor. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht das später. Aber die Substanzen nehmen dir einfach die Kontrolle und das Gefühl zu deinem Körper und bringt dich unnötig in ein Risiko. Von dem her, lass da bei dem Eisbad die Finger davon. Ein weiterer Punkt, der unglaublich unterschätzt wird, ist eben das Thema Gefahren einfach hier beim Einstieg, im Wasser, wenn irgendwo Moos am Stein ist. Du kannst so schnell ausrutschen und dich irgendwie verletzen oder du kannst einen Krampf kriegen. Von dem her, erste Grundregel beim Eisbaden ist, mach das nicht alleine, sondern such dir irgendjemand, der entweder mit dir kommt, macht auch viel mehr Spaß oder der zumindest von außen auf dich guckt. Dritter Tipp für die ganzen Wim Hof Freunde hier, wie mich selber auch. Ich habe es in den anderen Videos natürlich schon erzählt, aber es darf hier nicht fehlen. Die Wim Hof Atmung, die könnt ihr vor dem Eisbaden machen, aber nicht direkt davor. Also lasst da wirklich 3 bis 5 Minuten Zeit, mindestens so lange, bis ihr keinen Effekt mehr von der Atmung spürt, bevor ihr ins Eiswasser geht. Warum? Ja, die Atmung, wir verlieren CO2, findet ihr im anderen Video. Blutgefäße werden eng, gehen wir ins Eis, werden noch enger. Das ist keine gute Idee. Mein Tipp Nummer 4, der hat nicht unbedingt was mit Sicherheit zu tun, ist mehr Komfort und Schmerz, weil das ist eine der häufigsten Fragen, die ich von euch gestellt bekomme. Und zwar sind das Hände und Füße beim Eisbad. Ja, wir haben einfach unglaublich viele Kapillargefäße, also ganz, ganz kleine Blutgefäße in unseren Händen und Füßen. Und wenn die nicht elastisch genug sind und das ganze Training nicht gewohnt sind, dann tut das einfach saumäßig weh. Also das gibt Schmerz und Schmerz ist keine schöne Erfahrung. Das heißt, wenn ihr hier Probleme mit habt, dann zieht euch ruhig Neoprenschuhe und Neoprenhandschuhe an. Die gibt es super günstig bei Amazon oder irgendwelchen anderen Online-Shops. Und vermeidet so, dass ihr einfach dieses unangenehme Gefühl habt. Weil je wohler ihr euch fühlt, desto mehr könnt ihr auch im Moment sein und das Ganze eben genießen. So, das nächste Thema hat auch mit den Blutgefäßen zu tun und ist lustigerweise seit Corona total häufig aufgetreten. Früher gab es da kaum Fragen, mittlerweile ganz viele. Und zwar ist die Frage, Rolf, warum kriege ich immer so starke Kopfschmerzen oder sogar Migräneanfälle im Eisbad? Und das hat meiner Meinung nach was mit dem Omega-3- und Omega-6-Ratio zu tun. Dazu mache ich demnächst auch noch ein eigenes Video, weil das einfach unglaublich wichtig ist. Denn unser Gehirn besteht zum größten Teil aus Omega-3-Fettsäuren. Das sind sehr flexible Fettsäuren, diese ungesättigten. Wenn wir aber zu viel Omega-6 haben, was zum Beispiel Tierfett ist oder Butter, das ist eben Fett. Das wird, wenn man es in den Kühlschrank packt, kalt und hart. Und wenn das im Kopf eben passiert, dann tut das weh. Das heißt, das ist ein ganz guter Hinweis darauf, man kann das natürlich nie mit Sicherheit sagen, dass unser Omega-3 zu Omega-6-Ratio nicht stimmt. Und deshalb kann ich dir empfehlen, wenn du damit Probleme hast, dann mach einfach mal den Test, dass du so ein Eiswasser nimmst, also ein Glas Wasser mit Eiswürfeln drin, muss arschkalt sein und nimm das in den Mund. Und wenn du dann diesen Gehirnfrost kriegst, dann hast du ein falsches Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis und solltest das dringend korrigieren. Das nächste Thema, das betrifft jetzt das Umfeld selber und das Wasser. Und zwar musst du immer deine Grenzen kennen, ja, und solltest dir derer bewusst sein und die natürlich nicht überschreiten. Und beim Eisbaden ist es so, ich empfehle immer ja nur die 2 Minuten zu machen, weil du hast einfach alle Benefits nachher rausgeholt. Also viel mehr bringt dir nichts, außer du willst auf Dauer gehen, Leistungssportler werden oder den Rekord vom Wim Hof brechen, ja, dann mach ein bisschen mehr. Aber kenn deine Grenzen. Und hier ein Faktor, der ganz häufig unterschätzt wird, ist eben das Umfeld. In was für ein Becken gehe ich da rein? Ja, ich habe jetzt hinter mir, hier sehen wir einen Fluss, das ist also ein fließendes Gewässer. Und fließende Gewässer, genau wie eine Dusche, ist immer viel, viel schwieriger als stehendes Gewässer. Wenn ich zum Beispiel einen See habe oder ein Loch in ein Eis mache, dann habe ich meistens stehendes Gewässer. Wenn es steht, gibt es um meine Haut so eine isolierende Schicht. Das heißt, ich muss mich einmal kurz dran gewöhnen, dann bildet sich eine Isolation und ich kann da viel länger und angenehmer drin bleiben. Wenn das Wasser fließt, wie hinter mir,
dann zieht es mir förmlich diese Körpertemperatur viel, viel schneller raus und mein Körper kühlt mindestens 5-6 Mal so schnell aus. Also gefühlt, ne? Das ist 10 Mal oft schwerer als ein Eisbad in einem stehenden Gewässer. Von dem her beachtet das auch bei eurer Zeitkalkulation. Also 2 Minuten im See, ja, sind einfacher als 1 Minute in fließendem Gewässer. Und je schneller das Wasser fließt, ja, desto kürzer solltet ihr da auch drin bleiben. So, und als letzten Tipp habe ich jetzt noch ein kleines Gadget, was ich letztes Jahr gefunden habe und unheimlich lieb gewonnen habe. Und zwar ist das der sogenannte Rest-Tube. Ja, der Rest-Tube, das ist einfach eine schwimmende Boje, die sich selber aufbläst, wenn du eben in Gefahr kommst. Da kannst du einfach dran ziehen, dann bläst sich das Ding auf. Ich mache da auch mal ein eigenes Video zu. Und hast einfach was, was dich oben hält und am Treiben ist. Und zwar finde ich das Ding hier so geil, das ist die Lifeguard Edition. Die habe ich letztes Jahr genommen, wo ich immer diese Cold and Breath Wochenenden hatte, weil wir dort eben ziemlich weit in einen gefrorenen See reingegangen sind. Und früher hatte ich immer das Problem, dass ich halt umständlich irgendwie einen Schwimmring oder sowas bei habe. Und ich weiß ja, dass die meisten von euch sowas gar nicht mit ins Wasser nehmen. Von dem her, ihr könnt immer einen Krampf kriegen. Es kann immer irgendwie weggerutscht werden. Man kann nicht mehr rauskommen. Das fließende Wasser kann einen mitreißen. Ist das mein absoluter Geheimtipp, dass man hier mit so einer kleinen Boje da noch mal eine zusätzliche Schwimmhilfe hat, um eben auch wieder sicher an Land zu kommen. So, und dann haben wir noch einen kleinen letzten Bonustipp, einfach noch mal als Wiederholung. Das Eisbaden hört ja nicht auf, sobald ihr aus dem Wasser kommt, sondern wenn ihr aus dem Wasser rauskommt, da fängt der Körper an, was zu lernen. Das heißt, hier trocknet euch nicht sofort ab, sorgt aber dafür, dass ihr irgendwo sicher und am besten ein bisschen windgeschützt steht. Ja, ich selber habe immer bei meinen Ponchos habe ich diese Tüte, wo die drin sind, da stelle ich mich drauf, weil es gibt nichts Schlimmeres, als mit eingefrorenen Füßen danach noch im Schnee zu stehen. Sorgt dafür, dass ihr irgendwo draufstehen könnt, zieht euch vielleicht ein kleines Handtuch an, aber bleibt noch ein bisschen draußen, damit der Körper Zeit hat, sich zu adaptieren. Weil hier baut der braunes Fett auf, hier lernt er, dass es überhaupt die Notwendigkeit gibt, sich zu verändern, um euch wieder aufzuwärmen. Und davon profitiert ihr dann langfristig am meisten. Das war's jetzt auch schon wieder mit einem neuen Video hier im Kanal. Auch wenn Sommer war, ich weiß, das passt jetzt nicht ganz, war mir das einfach wirklich ein Anliegen, weil die Fragen so häufig aufgekommen sind. Ich hoffe, du profitierst jetzt trotz der sommerlichen Temperaturen ein bisschen davon und kannst das nächste Eisbad und die nächste Wintersaison, die sicherlich kommen werden, sicherer und vor allem mit noch mehr Freude genießen. Wie immer würde ich mich tierisch freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Und für den Rest-Tube habe ich auch einen eigenen Code bekommen. Den kann ich auch noch mal unten reinmachen. Da gibt es noch mal einen kleinen Rabatt drauf. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis bald, euer Rolf.